Bevor es losgeht, kurz Werbung in eigener Sache. Ihr findet jetzt auch einen True Crime Kanal von mir. Maximal Crime. Das heißt, wahre Verbrechen und mysteriöse Vermisstenfälle. Sowohl auf YouTube als auch etwas später auf Spotify. Das Ganze soll nämlich eher Podcast-Charakter haben. In Kürze wird dort der erste Fall veröffentlicht, und zwar ein Missing-411-Fall. Dennis Martin. Und wenn ihr euch fragt, wieso ich den nicht hier behandle, sondern auf meinem True Crime Channel, dann solltet ihr den neuen Kanal abonnieren und euch überraschen lassen. Und jetzt wünsche ich gute Unterhaltung. Roswell, die Wiege der modernen UFO-Faszination. 1947 soll hier ein nichtmenschliches, unbekanntes Fluggerät abgestürzt sein. Für viele ein Mythos, für andere der Erstkontakt zwischen Menschheit und einer fremden Intelligenz. Ein Umstand, der seit kurzem selbst unter den UFO-Enthusiasten angezweifelt wird. Nicht etwa, weil sie den vermeintlichen Absturz von Roswell in Frage stellen, sondern weil es womöglich schon 14 Jahre zuvor zu einem Kontakt kam. Seit über 20 Jahren existieren Gerüchte über eine UFO-Landung, die sich 1933 in Italien ereignet haben soll. Für viele klingt die Geschichte nicht nur abenteuerlich, sondern fast schon wie eine Parodie. Zu sehr scheint sie aus Versatzstücken allzu bekannter vermeintlicher Verschwörungstheorien zu bestehen. Unter dem Diktator Mussolini wären sie in den Besitz eines Luftfahrzeugs unbekannter Herkunft gelangt. Jahrelang sollen sie sich im Geheimen dessen Erforschung gewidmet haben. Italien hätte auch mit den Deutschen kooperiert und beide Seiten hätten versucht, neuartige Flugscheiben zu konstruieren. Behauptungen, die aufgrund ihres historischen Kontexts sensibel behandelt werden müssen. Im Folgenden wird es auch nicht darum gehen, die Geschichte beweisen zu wollen. Es geht vielmehr darum, zu berichten, was passiert sein soll. Denn womöglich wird Italiens Roswell in naher Zukunft an Bedeutung gewinnen und öfters diskutiert werden. Sowohl in der UFO-Forschung als auch in der Disclosure-Bewegung. Bis jetzt hielten selbst Kenner der Thematik das alles eher für ein Ammenmärchen. Bis jetzt. Dies änderte sich im Juni 2023, als ein Whistleblower namens David Grush an die Öffentlichkeit trat. Seine Behauptungen waren geradezu unglaublich, machten weltweit Schlagzeilen und warfen plötzlich eine Frage auf. Kam es 1933 in Italien doch zu einem Kontakt mit einer nichtmenschlichen Intelligenz? Am 5. Juni 2023 erschien ein Artikel der renommierten Journalisten Leslie Keen und Ralph Blumenthal. Beide wollen brisante Informationen von einem ehemaligen Geheimdienstoffizier erhalten haben. Sein Name David Grush. Grush ist ein Afghanistan-Veteran und war Teil einer UFO-Erforschungsgruppe des Pentagons, der UAP Task Force. Seinen Angaben nach sollen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern geheime UFO-Bergungsprogramme existieren. Mehr noch. Angeblich würde die US-Regierung sowohl beschädigte als auch intakte, nichtmenschliche Fluggeräte besitzen, an diesen forschen und auch deren Piloten gefunden haben. Laut Grush wären Teile des US-Kongresses nicht über dieses Vorgehen informiert, was wiederum gegen geltendes Recht verstieße. Deswegen habe Grush den Generalinspekteur der US-Geheimdienstgesellschaften informiert, Thomas Monheim. Aufgabe des Generalinspekteurs ist es, Missbrauch und Betrug innerhalb der Geheimdienste zu bekämpfen und deren Effizienz zu fördern. Beschwerden über Geheimdienstarbeit gehen also an ihn. Nun könnte man meinen, dass Monheim diese Behauptung als haltlos zurückwies und es wie so häufig an Beweisen fehlte. Doch nicht so in diesem Fall. Grush legte offenbar Dokumente vor und nannte Namen von Augenzeugen. Danach bestätigten Mitarbeiter dieser Programme gegenüber dem Generalinspekteur die Richtigkeit von Grushs Angaben. Grund genug für den Generalinspekteur, die Person David Grush als glaubwürdig und sein Anliegen als dringlich einzustufen. Eine Sensation in der Geschichte der UFO-Forschung.
Grush sagte anschließend mehrere Stunden vor dem US-Kongress aus. Und zwar unter Eid. Was hat dieser vom Generalinspekteur als glaubhaft eingestufte Mann aber nun mit der vermeintlichen UFO-Landung von 1933 zu tun? In einem TV-Interview mit dem australischen Journalisten Ross Coulthard sagte Grush folgendes. 1933 fand die erste Bergung im italienischen Magenta statt. Die Italiener bargen ein teilweise intaktes Vehikel. Es ist wahr. Die italienische Regierung brachte es zu einem sicheren Luftwaffenstützpunkt für den Rest des faschistischen Regimes bis 1944-45. Der Vatikan war eingeweiht. Papst Pius XII. Gab diese Information heimlich an die Amerikaner weiter. Nach Kriegsende wurde das Vehikel dann in die USA gebracht. Der Vatikan weiß von der Existenz einer nichtmenschlichen Intelligenz auf diesem Planeten. Grush wurde nicht nur vom Generalinspekteur als seriös angesehen. Seine Aussagen wurden auch von seinem ehemaligen Vorgesetzten bestätigt. Armeeoberst Carl Nell, Leiter der UAP Task Force. Nell sagte, seine Behauptung über die Existenz eines terrestrischen Wettrüstens, das in den letzten 80 Jahren verdeckt stattfand und sich auf Reverse-Engineering-Technologien unbekannter Herkunft konzentrierte, ist grundsätzlich richtig. Ebenso wie die unbestreitbare Erkenntnis, dass zumindest einige dieser Technologien unbekannten Ursprungs auf nichtmenschlicher Intelligenz beruhen. Fakt ist, dass eine Menge Leute David Grush und damit auch seine Aussagen über Italiens Roswell als glaubwürdig einstufen. Allerdings war Grush nicht der Erste, der über die Landung von Magenta sprach. Die italienischen UFO-Forscher Roberto Pinotti und Alfredo Lissoni haben bereits vor mehr als 20 Jahren über das Ereignis berichtet. In Büchern, Artikeln und Blogbeiträgen beschreiben sie ausführlich den Tag der Bergung und die Folgeereignisse. Ihnen zugespielte historische Dokumente sowie zeitgenössische Quellen sollen eine genaue Rekonstruktion erlauben. Hat die Welt 1933 tatsächlich den Erstkontakt mit einer nichtmenschlichen Intelligenz erlebt? Lissoni und Pinotti behaupten ja. Und so soll es sich zugetragen haben. Die Nacht zum 13. Juni 1933. Auf einer Straße zwischen Novara und Magenta sind fünf Männer auf Fahrrädern unterwegs. Es handelt sich um Arbeiter, die gerade nach Hause fahren. Plötzlich schießt ein Lichtblitz durch die Dunkelheit. Als nächstes liegen die Arbeiter auf dem Boden. Alle müssen im Krankenhaus behandelt werden. Einer von ihnen ist sogar schwer verletzt. Später wird man in Zeitungen lesen, dass die Männer Opfer eines Gewitters wurden. Obwohl der Himmel in jener Nacht lediglich bedeckt war und es keinerlei Anzeichen für ein Unwetter gab. Einige Stunden später, mittlerweile ist es 7.30 Uhr am Morgen. Aus der Mailänder Zentrale der Agencia Stefani wird ein Telegramm verschickt. Agencia Stefani ist eine Nachrichtenagentur, die von der Regierung und damit von Mussolini kontrolliert wird. Der Absender ist der Direktor des Büros für Sonderangelegenheiten. Auf dem Schreiben prangert der Schriftzug Reservatissimo, streng vertraulich. Der Inhalt des Telegramms: Auf persönlichen Befehl des Duce ist absolutes Stillschweigen über die vermutete Landung eines unbekannten Flugzeuges auf nationalem Boden erforderlich. Die freigegebene Version wurde von der Stefani-Agentur veröffentlicht. Dieselbe Version gilt auch für Mitarbeiter und Journalisten. Bei Zuwiderhandlung ist mit Höchststrafe zu rechnen, bis hin zur Überstellung an das Sondergericht für Staatssicherheit. Wenige Stunden später, um 16 Uhr des 13. Juni 1933, wird ein weiteres Telegramm aus Mailand verschickt. Darin wird Folgendes mitgeteilt. Auf höchstem Befehl sei zu verbreiten, dass das astronomische Observatorium von Bera in dem Fluggerät lediglich ein Meteor erkannt habe. Bei der Verbreitung dieser Nachricht sollen so wenig bildliche Beschreibungen wie möglich genutzt werden.
Um 17.07 Uhr ging das dritte und letzte Telegramm raus und bekräftigte noch einmal die Anweisungen für die Medien. Sein Inhalt? Auf sofortige Anordnung Mussolinis ist die Verbreitung von Nachrichten über das Flugzeug zu stoppen, dessen Herkunft und Natur unbekannt ist. Zeitungsberichte sind umzuschreiben. Wer weiter über ein unbekanntes Flugobjekt berichtet, muss maximal hart bestraft und zum Sondergericht für Staatssicherheit gebracht werden. Was genau war es, das die italienische Regierung in Aufruhr versetzte und das vertuscht werden sollte? In der Nacht zum 13. Juni 1933 landete ein nicht identifiziertes fliegendes Objekt im italienischen Magenta. Ob freiwillig oder unfreiwillig, ging aus den Telegrammen nicht hervor. Offenbar hatte es zuvor allerdings einen hellen Lichtblitz gegeben, der mehrere Männer verletzte. Das Objekt hatte die Form einer Glocke und erhielt deswegen die Bezeichnung La Campana. Zum Zeitpunkt der Landung war niemandem klar, worum es sich handelte. Mussolini selbst ging zunächst davon aus, dass es sich um eine Geheimwaffe der Deutschen, Franzosen oder Briten handelte. Vielleicht wegen dem, was man im Inneren fand. Denn das Fluggerät war nicht unbemannt. Zwei tote Piloten sollen sich darin befunden haben. Offenbar von so menschenähnlicher Gestalt, dass der italienische Diktator sie zunächst für Menschen hielt. Über 2 Meter groß, mit weißer Haut, blonden Haaren, aber asiatischen Gesichtszügen. Mussolini wollte allerdings auf Nummer sicher gehen und die Herkunft schnellstmöglich in Erfahrung bringen. Er veranlasste die Gründung einer Geheimuntersuchungsgruppe. In Anlehnung an das Jahr erhielt sie den Namen Sonderforschungskabinett 33, auf Italienisch Cabinetto Ricerco Speciali 33 oder kurz RS 33. Dieses Kabinett bestand aus italienischen Astronomen, Militärs, Wissenschaftlern und Luftfahrtingenieuren. Geleitet wurde die Gruppe von Guglielmo Marconi, einem Physik-Nobelpreisträger. Die Namensliste von RS-33 ist bekannt. Allerdings wurden weder die Mitgliedschaften noch die Existenz des Kabinetts jemals offiziell bestätigt. Zu den Mitgliedern sollte auch der italienische Luftwaffengeneral Italo Balbo gehören. Möglicherweise, weil er die Befehlsgewalt über einen großen Hangar in dem Ort Varese hatte, 50 Kilometer nördlich vom Landeort. Der Hangar gehörte genau wie eine große Fabrik dem Flugzeughersteller Marchetti, weswegen die großen Hallen auch Marchetti-Hangar genannt wurden. Genau dorthin soll später das gelandete UFO mit den Insassen transportiert worden sein. Zunächst wurde aber das weitere Vorgehen in einem geheimen Schreiben festgelegt. Die Strategie umfasste 9 Punkte. Zuerst sollte der höchste Politiker von Mailand informiert werden, der Präfekt. Dann sollte das unbekannte Flugobjekt geborgen werden. Sämtliche Zeugen der Landung sollte man verhaften. Berichte sollten streng vertraulich behandelt werden, insbesondere alle von RS-33. Sämtliche Informationen über den wirklichen Ablauf mussten unterbunden werden. Stattdessen sollten bewusst kurze Artikel gestreut werden, die alles als Himmelsphänomen abtaten. Kabinett RS-33 hatte zu entscheiden, welche Informationen an die Luftwaffe weitergeleitet wurden. Wissenschaftliche Einrichtungen und auch die päpstliche Universität dürften keine Berichte erhalten. Niedergeschrieben waren diese Punkte auf Briefpapier des italienischen Senats. Und obwohl die päpstliche Universität nichts von dem fremden Flugobjekt erfahren sollte, wurde Papst Pius XI. Eingeweiht. Der Vatikan war nun Mitwisser, so wie David Grush es 90 Jahre später behauptete. Die italienische Bevölkerung wurde weiter über das rätselhafte Objekt getäuscht. Trotzdem kam es rund um Varese in den Tagen nach dem 13. Juni 1933 zu einigen verdächtigen Handlungen. In Mailand wurde der Präfekt plötzlich ausgetauscht, genauso wie der Polizeipräsident und ein Bundessekretär. Am 17. Juni wurde die militärische Führung im Ort Cugiorno alarmiert, genau zwischen Mailand und Varese.
In der Woche nach der Landung reiste die italienische Königin völlig unerwartet nach Mailand. Dort besuchte sie unter anderem ein Krankenhaus. Womöglich, um jene verletzten Männer zu besuchen, die in der Nacht der UFO-Landung durch einen Lichtblitz verletzt wurden. In den folgenden Jahren kam es reihenweise zu UFO-Sichtungen über Italien. Die bekannteste 1936 über Venedig und Mestre. Dort soll ein zigarrenförmiges Objekt erschienen sein, das von zwei kugelartigen Objekten begleitet wurde. Auch hierzu gibt es mehrere Dokumente, wie zum Beispiel die Korrespondenz zwischen zwei Geheimdienstmitarbeitern mitsamt einer Zeichnung. Wie erfolgreich die Erforschung des UFOs von 1933 wirklich war, blieb im Dunkeln. Bekanntermaßen verbündete sich Mussolini ab 1939 mit dem Deutschen Reich. Spekulationen nach sollen die Deutschen daraufhin einen Großteil der Unterlagen von RS-33 erhalten haben. Ihnen soll zudem Zugang zu den Marchetti-Hangars gewährt worden sein. 1941 schien Mussolini in einer Rede sogar unverhohlen die Existenz einer fremden Intelligenz zuzugeben. Zu dieser Zeit gingen Gerüchte um, das Deutsche Reich, Italien und Japan könnten die Vereinigten Staaten angreifen. Mussolini bezeichnete dies als Lügen. Um die vermeintliche Absurdität dieser Behauptung hervorzuheben, setzte er zu einem Vergleich an. In allen Fällen ist es wahrscheinlicher, dass die Vereinigten Staaten, bevor sie von Achsenmächten angegriffen werden, von den wenig bekannten, aber sehr kriegerischen Bewohnern des Planeten Mars angegriffen werden, die in unvorstellbaren fliegenden Festungen aus der Stratosphäre herabsteigen werden. Manche sehen in diesen Aussagen eine Bestätigung dafür, dass der italienische Diktator um die Existenz außerirdischen Lebens wusste. Für andere ist es lediglich ein rhetorisches Mittel gewesen, um die vermeintlichen Gerüchte lächerlich erscheinen zu lassen. Der Glaube an einen bewohnten Mars war zu diesem Zeitpunkt schon lange unter Astronomen verbreitet. Zudem lief nur 3 Jahre zuvor die bekannte Adaption von H.G. Wells' Roman Krieg der Welten im Radio. Dabei ging es um den Angriff durch Marsianer. 1943 wurde Mussolini nach inneren Unruhen abgesetzt und verhaftet. Deutsche Soldaten befreiten ihn, woraufhin der Diktator in Norditalien die italienische Sozialrepublik ausrief. De facto ein Marionettenstaat des Deutschen Reichs, weswegen deutsche Soldaten Norditalien besetzten. Nicht alle Italiener waren damit einverstanden. Als Folge verübte der Leiter des Marchetti-Hangars, ein Mann namens Moretti, einen Brandanschlag auf die Hallen. Offenbar, um Beweise für das UFO zu zerstören. Ohne Erfolg, wie es schien. Die Gerüchte um ein abgestürztes Flugobjekt waren längst im Umlauf und auch den Alliierten nicht verborgen geblieben. Schließlich soll Papst Pius XII. Den US-Präsidenten Roosevelt eingeweiht haben. Deswegen hätten die Amerikaner das Areal rund um Mailand weder bombardiert noch Brücken zerstört. Und das, obwohl sich dort die größte Sammlung von Flugfeldern der italienischen Luftwaffe befand. Bei Kriegsende strömten deutsche Geheimagenten und das US-Militär nach Varese. Die US-Armee habe daraufhin das UFO und die beiden Piloten gefunden. Diese wären in Formaldehyd konserviert worden. Sämtliche Funde wurden dann in die USA gebracht. Die Geschichte ist hier aber noch nicht zu Ende. Roosevelts Nachfolger, Dwight Eisenhower, hätte dann im Februar 1954 an einem geheimen Treffen auf der Edwards Air Force Base teilgenommen. Mit dabei war ein Entsandter des Papstes, Kardinal John McIntyre. Auf dem Stützpunkt hätte man dann Besucher empfangen, die nicht von dieser Welt stammten. Große blonde Wesen, genau wie jene, die 1933 mit dem UFO bei Magenta landeten. Wie steht es nun aber um die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte? Ursprünglich wurde sie in den 1990er Jahren von einem anonymen Whistleblower geleakt. 1996 erhielt die italienische Tageszeitung Il Resto del Carlino 34 kopierte Seiten eines Dossiers. Es enthielt italienische UFO-Sichtungen zwischen 1933 und 1940. Angelegt wurde das Dossier von RS-33.
Es landete genau wie weiteres mitgeschicktes Material im Papierkorb. Von März bis April 1996 schickte der Whistleblower Dokumente an Pinotti, damals Direktor einer Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Darunter war auch ein Memorandum über ein Treffen des neuen RS-33-Kabinetts. Außerdem ein Brief über die Sichtung des zigarrenförmigen Objekts, das 1936 über Venedig und Mestre gesichtet worden sein soll. Anfang September 1999 schickte der inzwischen Mr. X getaufte Informant weitere Dokumente an eine UFO-Zeitung. Darunter auch die drei Telegramme, die 1933 am Tag der vermeintlichen UFO-Landung verschickt wurden. Pinotti und sein Kollege Lissoni begannen nun, die Echtheit der Dokumente zu prüfen. Pinotti konsultierte den Chemiker Antonio Caravaglia. Dieser prüfte das Papier, die Tinte und den Alterungsprozess. Er kam zu dem Schluss, dass es sich um authentisches Material aus den 1930ern handelte. Vergleichsproben mit Schriftstücken aus der damaligen Zeit wiesen dieselbe Verfärbung von Tinte und Papier auf. Wer auch immer diese Schreiben zu welchem Zweck anfertigte, tat dies tatsächlich vor fast 90 Jahren. Unklar bleibt allerdings, welchen Stellenwert Caravaglias Untersuchungen zuzurechnen ist. Laut einem Einwurf der Wiener Zeitung würde Pinotti sich angeblich weigern, weiteren Wissenschaftlern eine unabhängige Untersuchung zu erlauben. Sie schrieb: "Denn die Akten sehen zwar auch für den Blick von Experten echt aus, aber auf eine wissenschaftliche Untersuchung lässt sich Pinotti nun doch nicht ein, was Zweifel aufkommen lässt. Nicht zuletzt auch am Grad der Überzeugung Pinottis. Wenn die Akten echt sind, was hat er etwa gegen eine chemische Untersuchung des Papiers, um dessen Herstellungszeitraum festzusetzen? Was gegen eine eingehende Studie über das verwendete Schreibmaterial?" Vielleicht hat Pinotti aber auch nur Angst, dass die Originale abhanden kommen. Schließlich verschwanden auch schon die Dokumente, die 1996 an die Tageszeitung Il Resto del Carlino gesendet wurden. Pinottis Kollege, Alfredo Lissoni, bemühte sich ebenfalls darum, die Echtheit der Angaben von Mr. X zu prüfen. Er konsultierte Dr. Marina Romaniello vom Museum del Risorgimento aus Mailand. Außerdem den Geschichtsjournalisten und Sprachexperten Andrea De Benedetti. Laut ihren Analysen decke sich der bürokratische Stil und die Wortwahl in den Dokumenten tatsächlich mit welchen aus den 30er Jahren. Dies schließe eine Fälschung zwar nicht aus, würde eine solche aber immer komplexer werden lassen. Eines der Hauptprobleme war und ist, dass die Existenz eines möglichen RS-33-Kabinetts bis heute in keinen historischen Unterlagen erwähnt wird. Pinotti und Lissoni werfen deshalb die Möglichkeit ein, dass sämtliche Unterlagen entweder an die Deutschen oder bei Kriegsende an die Alliierten fielen. Dass insbesondere die USA bei Kriegsende Dokumente und möglicherweise sogar das UFO an sich nahm, schien sich für Pinotti und Lissoni 2009 zu bestätigen. Nach mehreren öffentlichen Vorträgen über Italiens Roswell wurden sie in diesem Jahr von einem gewissen Bill Brophy kontaktiert. Sein Vater war Lieutenant Colonel William Brophy von der US Air Force. Dieser hätte an Operationen teilgenommen, bei denen abgestürzte UFOs in den USA geborgen wurden. Brophy war Pilot eines B-29-Bombers und auf der 231. Air Base in New Mexico stationiert. Er war Augenzeuge der Trinity-Bombe, die erste jemals erfolgreich getestete Kernwaffe. Der Test fand am 16. Juli 1945 in den USA statt, im Rahmen des Manhattan-Projekts. William Brophy hätte seinem Sohn mitgeteilt, dass die US-Amerikaner 1945 wichtiges Material von einem italienischen UFO-Absturz in die USA brachten. Inklusive Körpern von zwei Piloten. Wesen dieser Art wären laut Brophy nicht nur 1933 in Italien erschienen, sondern auch bei dem bekannten Battle of Los Angeles beteiligt gewesen. Am 24. Februar 1942 kam es über LA zu Lichterscheinungen, die als möglicher japanischer Angriff gedeutet wurden. Daraufhin wurden Luftabwehrkanonen eingesetzt. Später wurden die Ereignisse als Fehlalarm gedeutet.
Viele UFO-Enthusiasten sind dennoch der Meinung, dass damals möglicherweise eine nichtmenschliche Intelligenz über Los Angeles erschien. So auch Lieutenant Colonel William Brophy. Er sagte seinem Sohn, dass der Spitzname des B-29-Bombers von Fluggeräten herrührte, die 42 über LA erschienen. Der Spitzname war Silver Plate. Brophy erzählte seinem Sohn nicht nur, dass die USA das italienische UFO an sich nahm, sondern noch eine Reihe weiterer fantastisch klingender Geschichten. Die Schwierigkeit in der Bewertung all dieser Details liegt darin, dass es auf der einen Seite keine handfesten Beweise gibt, auf der anderen aber immer wieder Umstandsindizien, die alles zumindest möglich erscheinen lassen. Zwischen bekannte, wirre Thesen über deutsche UFOs auf dem Mond mischen sich immer wieder Aussagen von Zeitzeugen, die eine gemeinsame Flugscheibenforschung zwischen Italien und dem Deutschen Reich zu bestätigen scheinen. Im März 1950 meldete sich der italienische Ingenieur Giuseppe Biluzza in der Zeitung Giornale d'Italia zu Wort. Darin behauptete er, dass Italiener und Deutsche zur gleichen Zeit an Flugscheiben forschten und diese 1942 tatsächlich realisierten. Pinotti will sogar eine Zeugin ausfindig gemacht haben, deren Vater auf dem Sterbebett gestanden haben soll, für RS-33 gearbeitet zu haben. Er wäre an der Entwicklung von Flugscheiben beteiligt gewesen. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs hätte er konkrete Pläne entworfen. Die Skizzen für diese wurden Pinotti überreicht. Wie auch immer man zu all dem stehen mag und die größtenteils unbewiesenen Thesen von Pinotti und Lissoni bewertet, Fakt ist, dass Whistleblower David Grush behauptet, dass 1933 in Italien tatsächlich ein UFO gelandet sei. Dass die USA dieses UFO nach dem Krieg an sich genommen und erforscht hätten. Und dass der Vatikan in all das eingeweiht gewesen wäre. Es bleibt abzuwarten, wie aussagekräftig die Beweise wirklich sind, die Grush dem US-Kongress und dem Generalinspekteur vorgelegt hat. Mittlerweile äußerten sich mehrere US-Senatoren, wie zum Beispiel Marco Rubio, und gaben an, dass sich in den letzten Jahren Augenzeugen an den Kongress wandten. Augenzeugen, die das erlebt haben wollen, worüber David Grush sprach. Geheime UFO-Bergungsprogramme. Ob sie die Wahrheit sagen, ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Sollten sich ihre Geschichten und auch die UFO-Landung von Magenta jemals bestätigen, wäre der Begriff Sensation wohl eine deutliche Untertreibung. In diesem Video sollte es nicht darum gehen, die Echtheit einer vermeintlichen UFO-Landung in Italien bekräftigen zu wollen. Doch wegen der Aussagen von David Grush könnte dieser bisher wenig bekannte Vorfall künftig noch von Bedeutung sein. Sollte Grush tatsächlich die Wahrheit sagen, hätte die Menschheit bereits vor über 90 Jahren einen physischen Beweis für die Existenz einer nichtmenschlichen Intelligenz erhalten. Ein Umstand, der, sofern denn wahr, gewaltige Folgen hätte. 90 Jahre lang wäre die Menschheit belogen worden. Grush spricht sogar von gezielten Desinformationskampagnen. Seinen Angaben nach besäßen nicht nur die USA, sondern auch andere Länder geheime UFO-Bergungs- und Erforschungsprogramme. Hinter den Kulissen würde ein regelrechtes Wettrüsten um exotische Technologie stattfinden. Eine Technologie, deren Urheber Grush offenbar ganz bewusst als non-human und nicht etwa als außerirdisch bezeichnet. Wer oder was soll sich hinter dieser Begrifflichkeit verbergen? Bestünde die Möglichkeit, dass wir uns den Planeten unwissend mit einer anderen Intelligenz teilen? Wenn ja, wie ist sie der Menschheit gegenüber eingestellt? Immerhin soll es laut Grush durchaus Fälle gegeben haben, bei denen Menschen gezielt von dieser fremden Intelligenz umgebracht worden wären. Und sollte sie tatsächlich existieren, wieso versucht sie ihre Existenz geheim zu halten? Selbst wenn man Regierungen eine Art von Vertuschung oder Desinformation nachwiese, letztlich könnte die nichtmenschliche Intelligenz sich der Weltöffentlichkeit einfach zu erkennen geben, wenn sie denn nur wollte.
Obwohl ich persönlich das UFO-Phänomen für real halte, bin ich bezüglich der Aussagen von David Grusch zumindest skeptisch bis abwartend. Dokumente, Aussagen unter Eid, das Nennen von Augenzeugen und Beteiligten und ein Generalinspekteur, der die Glaubwürdigkeit attestiert. Das alles ist vielleicht mehr, als die Enthüllungsbewegung jemals vorweisen konnte. Aber letztlich sind es Worte und Papier. Natürlich konnte David Grusch bisher nur die Informationen in Interviews preisgeben, die nicht der Geheimhaltung unterliegen. Dem Kongress hingegen sollen konkrete Daten und Namen genannt worden sein. Grusch hätte in diesem Fall bereits einen außergewöhnlichen Beitrag zur Wahrheit geleistet. Nach eigenen Angaben musste er deswegen in der Vergangenheit sogar bereits um seine Gesundheit fürchten. Und dennoch, solange der Welt nicht direkt die nichtmenschlichen Fluggeräte gezeigt werden, sondern eben nur Dokumente und Zeugenaussagen über diese, bleibt die Ungewissheit.